Und alle dürfen natürlich auch ein bisschen Stimmung machen dazu. Mit Klatschen bei den Strumpfen und dann wird getanzt. Und alle fröhlich reinschauen, kommt alles auf YouTube, weil dann zeigen wir der Welt, dass die Weiz auch fröhliche Menschen sind. Am Christkindlmarkt in Weiz. Für die Leukämie-Hilfe. Könnte noch höher sein. Beim Refrain jetzt sind alle eingeladen. Drittmal können schon alle mitmachen. Also, ein bisschen reindrücken, ein bisschen Platz verschaffen. Und beim dritten Mal sind dann alle mit dabei. Also wirklich alle. Glühwein auf den Boden stellen, damit die Hände frei sind. Yeah.
like a flower. I'm all shook up, huh? Oh, yeah. Oh, well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like I'm making all of the street. My friends say I'm back to the wise of all. I'm all shook up, huh? Aktuell noch Individualtrainer beim SK Frutigamer Sturm Graz, Trainer vom SV Klein Steffen mit Nachwuchs da. Also, Dankeschön, Hannes Reinmeier. Mitgekommen natürlich auch Naim Sharifi. Und für den ist jetzt ganz besonders, glaube ich. Jetzt wird er nämlich von seiner eigenen Nummer vorgetragen, oder? Ja, genau das. Er ist nämlich doppelt da, gell? Einmal so und einmal so. Naim Sharifi. Leider derzeit verletzt und deshalb nicht in Alltag mit dabei. Von den Kapfenberger Falken zu Sturm Graz gekommen. Im Frühjahr ist er wieder voll mit dabei und startet. So, dann als nächster Imre Sabic. Legendär. Seine Tore, die er nicht nur für den SK Frutigamer Sturm Graz geschossen hat. Ungarischer Nationalspieler, dann noch lange in der deutschen Bundesliga unterwegs. Für den VfB Stuttgart und dann wieder zurück hier. Er nach Graz gekommen. Imre Sabic, vielen herzlichen Dank, dass auch du den Weg hierher nach Weiz gefunden hast. Last but not least, eine der wahren Legenden. Der Sturmspieler, der die zweitmeisten Spiele für diesen Verein absolviert hat. Nämlich genau 246. Das ist Günther Neukirchner. Und ihm ist ja eine ganz besondere Ehre zuteil geworden. Er ist der letzte Spieler, der beim SK Frutigamer Sturm Graz ein Trikot mit der Rückennummer 3 tragen durfte.